Wir haben jetzt schon den ersten Prominenten gefunden, den Takehisi. Was ist denn Ihre persönliche Beziehung zum Zirkus? Waren Sie früher als Kind schon immer im Zirkus da? Ja, bin immer gerne in den Zirkus gegangen, weil es auch so abwechslungsreich war. Dann gab es mal, als ich ein Kind war, eine artistische Nummer, die mich ein bisschen gelangweilt hat. Aber dann kamen die Tiernummern oder dann kam spannende Artistik, schnell auf Pferden mit Reiten und so. Das fand ich immer etwas Schönes als Kind. Und dann bin ich auch mit meinen Kindern wieder in den Zirkus gegangen. So setzte sich das fort. Also, was ist Ihre persönliche Lieblingsnummer im Zirkus oder was gefällt Ihnen am besten am Zirkus? Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert. Heute kann ich eine bestimmte Artistik sehr gut einschätzen und die Clownerie. Die ist deshalb so schwer, weil es ja doppelt schwere Artistik ist. Wenn du gerade über ein Seil läufst, ist es schon schwer, aber wenn du dabei immer wackelst, ist es ja doppelt so schwer. Und insofern bewundere ich die, die das können. Ja, das ist schön. Dann danke erstmal für die Zeit, die Sie uns gegeben haben und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Zirkus Wilje. Dankeschön, ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön, fröhliche Weihnachten. Danke.